Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Hallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir den Boss des hiesigen Gebietes fertig gemacht. Also wir haben ihn nicht wie andere vernichtend in Grund und Boden gestampft, also er lebt so gesehen noch. Wir sollen ihn auf der mittleren Ebene irgendwann wieder treffen. Aber vorher müssen wir nach Yetingen natürlich zurück. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich in Yetingen wieder. Beziehungsweise, falls eine Sequenz kommt, nach der hiesigen Sequenz. So, wer genau wollte von euch mit mir reden? Thank you so much. Oh, danke. Ich suche einen Flocky. Ach, wir können jetzt hier mal eben kurz jetzt die Kriegskröte fusionieren. Kai wird jetzt zu einem Schilddrachen. Ja, die Barrikade, die klingt gut. Den Gritz-Fan mag ich immer noch. Das Drachenherz nehmen wir noch mit. Hab ja gesagt, wenn ich hier aus dem Dorf gehe, dann mache ich das auch. So, investieren wir doch mal so weit, bis wir Konfusnebel haben. Und jetzt suche ich noch den einen und dann geht's zurück zum Turm. Also ich habe den Schneestorch jetzt nirgendwo dort in Yetingen gefunden, den ich jetzt angeblich mitnehmen kann. Ich gehe einfach mal zum letzten Kreis, den wir hier zur Verfügung haben. Ein neuer Kreis in der Dirias wurde erreicht. So, Kai habe ich mal vorerst auf die Ersatzbank gesetzt mit seinem Level 1. Wiege des Unheils. This place fills me full of dread. Yet life goes on regardless. Ever the strong tussle, the weak rot underfoot. Wouldn't you agree? Second in line to the Nadirian throne. Don't look so shocked. Everyone here knows exactly who you are. The whys and wherefores of how you came to be here are still but hearsay, mind you. But then, we all thought you were dead. Sorry, but who are you? I'm the warder here. This is a prison. The retention center, to be precise. Where the memories of an ancient and incomprehensibly powerful creature are confined. Three memories are imprisoned here. From them, you may learn vital information. However, the memories are guarded. Defeat the watchdogs and all will be revealed. But you're the warder. Why do this? I've had enough of this job. Who needs a warder if there's nothing left to guard? So, will you defeat my three watchdogs? There's no catch, I promise. I knew you'd agree.
I'll find you again once all the memories have been freed. Where cloudy skies, not by design, a mundane world do make. Flowers rejoice at petals lost to beating rain. Guys like that really grind my gears. Well, I imagine those watchdogs he mentioned are up ahead. Shall we take a look? Klar, warum nicht, ne? Erstmal gucken, hiesige Monster. Oh, hier gibt's ja nicht sonderlich viele. Na gut, scheint auch ein relativ kleiner Bereich zu sein. Guck mal, da ist auch direkt das erste Monster. Gönnen wir uns. Und das Monster Nummer 2 direkt dazu. Oh, Kampfautomatik ist noch an. Wupp, hat zum Glück nicht funktioniert. Ich kann auch zuerst den Phantomfechter holen, das ist eigentlich relativ egal. Never mind. Der hält nicht viel aus. Die Maus wahrscheinlich genauso wenig. Ja, 69% direkt. Sausi Mausi. Ein Charmeur ist das. Oh. Ja gut. Sind ja eh nur drei hier, können wir alle in einem durchlesen gleich. Guck mal, das ist doch direkt das zweite. Fiese Figurinen. Schwächung hat nur bei einem funktioniert. Wieder den gleichen, nur mit Schwächung getroffen. So, probieren wir es mal mit dem Anwerben. Ja. 65%, ich dachte, es klappt nicht. Figrio. Ein Störenfried. Ja, dann fehlt jetzt nur dieses Phantom-Ding, ne? Und guck mal, da, wenn man schon davon spricht, da sind ja welche. Ich darf nicht vergessen, die halten kaum was aus. Okay, der rechte ist geschwächt. Trotzdem glaube ich, dass ich den linken leicht angeworben kriege. Ich habe jetzt um die 7 Mal auf ihn Schwächung gemacht, bis es endlich geklappt hat. Ich musste sogar meinen Energiestups erneuern. 45%, komm! Ach, bieb dich! Ich wusste, dass er keinen Schlag mehr aussät. Und dann kriege ich ihn nicht mal danach. Blamierendes Amulett? Was? Spritzresistenz? Amulett? Da. Hellwach. Macht nur ein kleines bisschen schlafresistenter. Ja, ich muss einmal eben kurz im Turm. 39, verstehe ich eher, dass es nicht klappt. Ey, mit den höheren Prozenten klappt es nicht, aber mit 39 und 25, mit so etwas klappt es. Banti. Der hat die frostige Klinge. Spritzt es aber Wasser und kein Eis. Na gut, jetzt können wir uns die Einträge durchlesen. Die fiese Figurine. Turnfiguren mit einem eigenen Bewusstsein. Hexer und Nekromanten nutzen sie für verschiedene Zwecke.
Vor langer Zeit sollen sie dazu gedient haben, mächtige Geister Verstorbener zu beschwören. Die Sausmaus. Diese Fledermaus-ähnlichen Kreaturen haben nach Sonnenuntergang ein verführerisches Funkeln in den Augen, das schon manchen Reisenden ins Verhängnis gelockt hat. Und der Phantomfechter. Schwertkämpfer, deren Geister ihre Vergangenheit nicht loslassen können und im Diesseits verharren. Sie sind auf der Suche nach früheren Feinden und machen nicht einmal zum Schlafen Rast. Und auch war auch nicht Rast, um mir auf den Keks zu gehen. Es hat jetzt schon ewig lang gedauert, um den anzuwerben. Ah, okay, das hier ist in fester Reihenfolge. Dann gehen wir erst dorthin. Mehr scheint hier auch nicht zu sein. Look at that. Can you see that cage back there? Yeah. Does that look like the memory of an insane criminal monster mind to you? Look out, you two! Here it comes! Ein Fuhhund. Ja gut, aber das Ding kennen wir ja schon, ne? Mal einfach Kampfautomatik, passt schon. Schwächung hat mal instant funktioniert, hä? Der Kriegsschei ist fies, der macht, dass man eine Runde lang nichts tun kann. Den haben vor allem dem riesige Bosse jedes Mal. Oh, Maiso rastet aus. Ich habe Energiestups doch schon gemacht. Und tot. Ich glaube, für die restlichen zwei packe ich mich auch schon mal aus dem Bild. So, how are we supposed to release this thing? Awaken now, kings of this new world. May you herald the dawn of great change. Well, Orifiella, it would seem even a Zenithian may be motivated to acts of such recklessness. She has stolen one of the secrets of creation. Should she use it, grave times lie ahead for all of us. Deliver now this message to all Zenithians. Find Azabel before she is consumed by her own ambition. Secrets of creation? This is way, way bigger than I could have imagined. Let's find the next memory, quick! My curiosity has been piqued beyond its peak. Ich würde sagen, seine Frage wurde einfach instant beantwortet. Ja, wir haben ja eine feste Reihenfolge vor uns. Erinnerungen macht das aber auch Sinn. Ah, ich kann mir die Erinnerung auch nochmal ansehen, wenn ich möchte. Na gut, muss es ja aber nicht sein. Wie gesagt, ich lasse mich jetzt extra aus dem Bild, weil die anderen Fuhhunde werden wahrscheinlich nicht stärker sein. All right.
Let's see what's next on the memory menu. Brace yourselves, it's coming right at us. Na gut, ich nehme das zurück. Ein Abracadabrador. Na gut, kein Wortomatik. Ich glaube an mein Team. Dieses Mal machst du keinen Energiestups. Du veralberst mich doch. Ich zwinge ihn einmal dem Stups auf. Ich glaube an mein Team. Die schaffen das schon. Der macht ja nicht mal Schaden. Und tot. Die Punkte fließen nur. Was macht unpräzise Krise? Okay, ab da sind die Fähigkeiten useless. Time is nigh, my children. Awaken now. We have a world to make anew. Fly forth, O flames of mercy. A world where subjugation reigns deserves no tomorrow. From sin, light will shine once more. Mommy! Where are you? Mommy! You must suffer before you can know joy. From your agony will spring forth a world infinitely more beautiful. Should this continue, life will cease to exist and all will be lost. Go forth, Zenithians! We must stop her at whatever cost. It would seem that Azabel is a Zenithian who put the entire world in dire peril. This is totally nuts. I'm not sure I like where this is going. But we must find out. We have to release that final memory. Ja, Leute, so sieht's aus, wenn Engel mal ausrastet. Also macht Noir am besten nicht sauer. Und der letzte Wuffi. The next memory is the third and final one. Stay focused. Das Gebiet hier ist echt kurz. Ein Peinlöwe. Na gut, ich zwinge nur einmal den Energiestups rein und dann mache ich Kampfautomatik. Warum machst du den Energieschub?
Das steckt sich nicht. Ich bräuchte dringend mal ein Monster mit Gruppenheilungsfähigkeiten. Der Peinlöwe, der hält mir aus. Und tot. Kestro schläft eine Runde. Lie interred forevermore beneath the ground. Their souls from their bodies separated, never again to coalesce. Azabel, architect of this grave sin, I have banished to an ancient elven realm. Should her foul creations ever awaken, they will doubtless make for her side, as any child would. May this event be recorded in Cenithian scripture that it may live in our memories, never to be repeated. I don't get it. Did all that stuff really happen? Are you all right? May living nightmares not deter thee on thy path to hope. Press on with purpose, whatsoever that may be. Well, you released all the memories. Did you learn anything interesting? As for me, I'm now free of the Zenith Dragon's control. Feels rather pleasant. Now, I have a little task of my own that I really should be attending to. Watch out! Dear me. You really must learn to finish off your foes. I think this means you owe me one. I expect you to be the hero in my hour of need. I suppose this is farewell. For now, at least. Drink not deep of empty power, lest thou succumbst to it. And in that blinkered state, see not the knife's approach. This is kind of a lot to take in. How about we head back to Rosehill for now? Okay, zählt das jetzt als einen Lokalmatador, den wir besiegt haben? Weil hier war jetzt eigentlich außer den Erinnerungen gar nichts. Fällt mir noch ein. Den letzten Akteur. Den haben wir noch nicht gelesen. Der Hauptmann von Barbatos Armee ist außerdem der Lokalmatador auf dem unteren Rang des Kreises, der Unnachgiebigkeit. Barbatos rettete sein junges Leben, als seine Daten sein Dorf niederbrannten. Ja, ich teleportiere mal in den Turm rein. Sogar direkt nach unten. So. Ihr dachtet, ich würde jetzt ein paar Synthesen machen? Falsch gedacht. Ich wollte nur hier beenden, dass ich beim nächsten Mal direkt ein paar Synthesen mache zum Anfang. Ich wäre auch generell dafür, dass wir eventuell erst so beim mittleren Rang erst wieder mit Synthesen loslegen, weil es lohnt sich schon mehr, die erst ein bisschen zu leveln zu lassen, bevor man die synthesiert. Also dass die mindestens so Level 20, vielleicht sogar Level 30 sind.
Oder wie es momentan eher der Höchstfall ist, Stufe 24. Halt, dass es sich halt wirklich lohnt. Weil wenn ich die auf Level 10 nur synthetisiere, dann haben die halt kaum Punkte oder kaum Fähigkeiten. Und da lohnt es sich, wie gesagt, gar nicht. Da kann ich mit den 10 Leveln, vielleicht sogar 20 Leveln, dann wenigstens noch mindestens so 90, vielleicht 150 Punkte noch mitnehmen. Womit man natürlich noch viele Fähigkeiten intensivieren kann. Deswegen mache ich mir ab sofort die Regel, solange ein Monster nicht mindestens Level 20 oder Level 25 erreicht hat, 25 halt für später, wenn wir wesentlich leichter leveln, synthetisiere ich die noch nicht. Das wird dann so eine Standardregel von mir sein. Also wir könnten Maiso und Stalima synthetisieren. Ich glaube nicht, dass die noch sehr viel jetzt schnell leveln werden. Aber die sind momentan gehören zu meinen stärksten Truppen und deswegen lasse ich's. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann reisen wir nach Rosenbühl. Aber bis dahin, ciao und bis dann!